Es gab überraschenderweise einigermaßen großen Fragenandrang auf mein Video und ich habe mein Ziel erreicht, nämlich Fragen, die wirklich mal von Interesse sind, dass mich Idioten deabonnieren und euch gezeigt, dass ich meine Videos zwar im weitesten Sinne für euch mache, aber ich nicht eure Nutte bin. Viele denken, dass ich ein unfassbar blödes Arschloch bin, welches aber einigermaßen brauchbare Videos macht. Eigentlich ist es mir auch egal, ob ihr mich mögt oder meine Art versteht, aber ihr werdet überrascht, wie nett ich im Real Life sein kann, solange man mir nicht penetrant auf den Sack geht. Mein Humor besteht nun mal fast ausschließlich aus Suffisanz und Sarkasmus. Ich kann es nicht oft genug sagen. Lebt damit oder guckt euch diese Scheißpussys an, die euch den ganzen Tag vollschleimen und hinter jedes Video schreiben: Bitte, bitte, bitte abonniert mich alle und favorisiert meine Videos. Ich brauche das für mein Ego. Aber egal, es geht um eure Fragen. Das erste Video ist von einem kleinen Cheater namens Malte, weil er trotzdem nur Text geschrieben hat und das auch noch mit Rechtschreibschwäche. Wie heißt du in Wirklichkeit? Ich heiße wirklich Julian. Klingt das so doll nach einem Künstlernamen? Machst du jetzt ein Feater mit Chemie? Denn ich feiere euch beide sehr hart. Ist Feater irgendwie Englisch für Feta-Käse? Nein, ich mache keinen Feta-Käse mit Chemie, aber wahrscheinlich ein kleines Feature. Machst du auch vielleicht mal eine Song-Analyse und nicht nur Rap-Analysen? Deine Grammatik ist erfrischend unkonventionell, das ist die nette Form von beschissen. Ich würde gerne Songanalysen machen, aber jeder, der es wert wäre zu analysieren, ist bei der GEMA und ich kann nicht mal vernünftig rappen, wie soll ich da irgendetwas nachsingen? Glaubt mir, das wollt ihr wirklich nicht hören. Nächster Hirni, Kelp LP. Hallo Julian, das war meine Gelegenheit, jemandem wie dir eine Frage zu stellen und wenn man die nicht nutzt, ist man, finde ich, entweder blind auf beiden Augen oder einfach nur blöd. Halt, stopp! Schönes Zitat von Psycho Andreas. Ich würde dich am liebsten fragen, was du von Sendungen wie DSDS oder Germany's Next Topmodel hältst. Aber da ich deine alten Produktionen kenne, habe ich, denke ich, ein oder zwei Fragen, die noch nicht beantwortet wurden. Falls doch, entschuldige ich mich jetzt schon mal im Voraus. Meine erste Frage wäre, was du eigentlich von Sitcoms wie Two and a Half Men hältst. Die Meinungen sind ja relativ verschieden, da manche sich totlachen können und andere würden am liebsten aus dem Fenster springen, wegen dem ganzen künstlichen Lachen im Hintergrund. Falls ja und du auch ein Two and a Half Men Fan bist, was denkst du über die ganze Sache mit Ashton Kutcher? Ich mag Two and a Half Men, ich war nämlich einige Zeit lang sehr ähnlich wie Charlie, immer besoffen und hatte irgendwelche Schnallen und deswegen kann ich mich weitestgehend mit ihm identifizieren. Wie es jetzt mit Ashton Kutcher aussieht, habe ich noch nicht entschieden. Tut mir leid, dass ich hier abbreche, aber ich möchte gerne möglichst vielen Leuten eine Frage beantworten, aber zu deiner letzten Frage. Nein, du gehörst nicht zu den 99,9%. Das war sowieso eine völlig übertriebene Zahl und eine Hommage an Kollegas 99,9%, das müsste eigentlich auch jedem klar sein, denn warum sollte ich Videos für Leute machen, die ich nicht leiden kann? Ich versuche lediglich Vollidioten davon abzuhalten, meine Videos zu gucken. Denn man muss über eine bestimmte Intelligenz verfügen, um Ironie und Sarkasmus überhaupt zu verstehen. Und da meine Videos fast ausschließlich daraus bestehen, möchte ich dumme Menschen damit verschonen und selber von dummen Menschen verschont bleiben. So, der Nächste hat sich tatsächlich vor die Kamera getraut. Einen wunderschönen guten Tag, Tan. Hey Leute, ich habe mir einfach gedacht, anstatt sich hinter einem Bearbeitungsprogramm in Zusammenspiel mit meiner Stimme zu verstecken, stelle ich die Fragen an Julian einfach vor der Kamera. Und bevor wir zu den Fragen kommen, möchte ich nochmal eins klarstellen an alle minder bemittelten YouTube-Spasten dort draußen. Verwechselt bitte den Kommentarbereich nicht mit einem Ort, an dem man sich vielleicht für eure pubertäre Meinung interessiert. Danke. So, und kommen wir jetzt zu meinen Fragen. Erstmal, hi Julian, ich würde gerne von dir wissen, ob Leute jetzt nicht bei YouTube dir schon mal nachgesagt haben, dass du echt eine krasse Moderatorenstimme hast? Nein, das hat noch keiner gesagt, weil ich im Real Life nicht so spreche wie hier. Ich achte sehr auf Betonung und Klangfarbe in meinen Videos. Das würde dann echt irgendwie komisch kommen, glaube ich. Wenn ich ganz normal spreche, so wie jetzt, dann klingt das ja ganz anders und voll langweilig und das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum da noch keiner drauf gekommen ist. Und die andere Frage von mir wäre, was hat dich dazu inspiriert bzw. motiviert, um das hier alles zu machen? Ich meine, Abos und Klicks scheint dich ja nicht wirklich zu interessieren. Ich habe mit den Videos ein Hobby, in dem ich mich kreativ ausleben kann. Ich denke, das ist bei vielen YouTubern ähnlich. Und Zahlen sind mir halt nicht wichtig. Ob da nun 100 oder 100.000 bei den Abonnenten steht, ändert doch überhaupt nichts. Ich bin kein Partner, also brauche ich keine Klicks und Abos, weil ich damit kein Geld verdiene. Somit verbleibe ich mit einer Portion Mut auf das, worauf ich mich eingelassen habe und freue mich auf deine Antwort, Julian. Habt ihr wirklich gedacht, dass ich euch übelst fertig machen würde, wenn ihr euch in einem Video zeigt? Schämt euch. Nächster, Mr. Fischlinger. Ja, hallo Julian. Ich heiße Julian, du verdammter Pisser! Ich bin leider ein bisschen verkühlt, aber ich wollte dir trotzdem ein, zwei Fragen stellen. Zunächst wollte ich fragen, wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, so Hate-Blogs bzw. so Rap-Analysen zu machen? An der Stelle kann ich eigentlich einen Ausschnitt aus einem alten Video von mir nehmen, weil die Frage, wie ich auf meine Ideen komme, relativ häufig auftaucht. Wie kommst du auf deine Ideen? Das ist gar nicht so schwer. Ich denke mir einfach ein Thema aus. Und dann kommt das alles schon irgendwie von selber. Ja, ich habe Schinkenstückchen in meinem Sperma. Man muss den Nutten auch was bieten.
Ehrlich gesagt brauchte ich nach dem Super-GAU mit meinen alten Videos dringend etwas Neues, also hatte ich mit Julian vs. Bild angefangen. Die Bild hat mich aber in kürzester Zeit so dermaßen angekotzt, dass ich erstmal was Neues brauchte, um meine chronisch schlechte Laune an jemandem rauszulassen. Also warum nicht über eine Musikrichtung, mit der ich mich schon lange befasse? Und ich wollte dich fragen, wieso meldest du dich nicht gleich bei einem Radiosender an, da verdient man noch viel mehr Kohle? Wahrscheinlich bist du ja schon YouTube-Partner und verdienst damit schon Kohle, aber ich schätze mal Radio oder Fernsehen würdest du viel mehr Kohle verdienen. Das war mal eine Frage, ob du da schon Anfragen bekommen hast von Radiosendern oder sonstigem. Ja, ich hoffe, dass du auch deine Rap-Karriere ein bisschen weiterführst und ich finde deine Satiren ziemlich cool und ziemlich lustig. Und ja, das wollte ich nochmal sagen, also mach weiter so, Junge. Ich habe keine Rap-Karriere und ich will auch keine. Auf Radio habe ich auch keinen Bock und Kohle ist nicht alles. Beim Fernsehen bin ich schon, aber nicht vor der Kamera, sondern als Cutter im Hintergrund. Und das finde ich auch in Ordnung soweit. Hallo Julian, gerade durch deine Rap-Analysen wird sehr schnell klar, dass du dich in den letzten Jahren sehr stark mit Rap beschäftigt, ihn analysiert bzw. studiert hast und dass du wahrscheinlich auch selber rappst. Daher ist meine Frage an dich, hast du bereits deine eigenen Raps produziert? Und wenn ja, hast du sie in der Vergangenheit schon der Öffentlichkeit zur Schau gestellt? Falls du das nicht gemacht hast, warum? Und wenn ja, warum machst du es nicht mehr? Erstmal Respekt dafür, dass du dich so zum Affen machst. Ja, ich habe mich schon mal als Hobby-Rapper versucht, aber ich bin meiner Meinung nach gescheitert. Es gibt ein paar Lieder von mir, unter anderem All In. Das ist eine Art Comedy-Rap und als Parodie auf Alkoholismus zu verstehen, auch wenn dieser bei mir in Ansätzen vorhanden ist. Aufgenommen habe ich das Lied mit Max, oder eher gesagt MAKZ. MAKZ bringt den norddeutschen Rap und ist atemberaubend wie ein KZ. Cheer. Das könnt ihr euch runterladen, wenn ihr wollt. Link ist in der Beschreibung. Ich sehe mich selber nicht als Rapper und es gibt viele, die es einfach besser können. Deswegen habe ich in diese Richtung grundsätzlich keine Ambitionen mehr. Hey Julian, nicht wundern, ich spreche jetzt einfach mal in dieses kleine Scheißmikrofon rein, weil meine Kameras so derbe der Abkack sind. Sie liefern entweder Bild oder Ton, aber naja, man muss es nehmen, wie es kommt. Jedenfalls geht es um die Fragen, die ich an dich habe, oder ja. Du hast in einem Video erzählt, dass du italienische und deutsche Gene in dir trägst und das ist meine Frage natürlich, wie groß du bist. Nein, natürlich nicht. Meine Frage lautet eher, ich hatte sie dir schon mal privat gestellt, aber vielleicht teilst du sie auch nochmal, also deine Antwort, der YouTube-Welt mit. Und zwar, welche YouTube-Channel du sehr gerne schaust, welche Menschen du auf YouTube ziemlich wild findest und ja, okay, das war's schon. So, so wie ich das verstanden habe, bist du halb Italiener, halb Deutscher. Oder ein Viertel Italiener oder ein Drittel Italiener, wenn das möglich ist. Oh Scheiße. Sehr gut finden, welche. Ja, neu machen. Ah, Rieke, ist sie nicht zum Niederknien süß? An der Stelle muss ich euch ein kleines Geheimnis erzählen, aber pst, sagt es keinem weiter, okay? Diese junge Dame wird mir ein Geschenk machen, beziehungsweise werde ich ihr etwas wegnehmen, sobald sie 18 ist. Ich gebe euch einen kleinen Tipp. Dieses Geschenk kann eine Frau einem Mann nur einmal in ihrem Leben machen. Ich bin übrigens 1,83 für die, die es interessiert. Meine Lieblings-YouTuber sind Ray William Johnson, James Nintendo Nerd, wobei ich seine Homepage bevorzuge, weil er dort viel mehr hochlädt, seit kurzem The Amazing Atheist und natürlich Cold Mirror bzw. Cold Mirror Games. Mit Cuddy würde ich echt zu gerne mal eine Runde quatschen, aber an sie ranzukommen ist ja praktisch unmöglich. So, und das war's fürs Erste, aber keine Angst, ihr könnt hier wieder fleißig Videoantworten posten. Ich werde nächstes Mal weitere Fragen von euch beantworten und mich mit dem Hate gegen mich, wenn man diesen kläglichen Versuch als solches bezeichnen kann, auseinandersetzen. Ich hasse euch, ich bin viel besser als ihr, ich bin ein Superstar mit gigantischen Genitalien und ihr seid nur Abfall. Bitte deabonniert mich und hört auf, meine Videos zu gucken. Auf Wiedersehen.